Es ist wie 2017, wieder eine Schicksalswahl. Es ist wieder eine Schicksalswahl. Deutschland, aber normal. Und ich sage das auch aus voller Überzeugung. Ich will, dass unser Land wieder normal wird. Wir, die AfD, wollen den gesunden Menschenverstand wieder zur Geltung bringen. Diese Regierung schätzt immer alles falsch ein. Und deswegen, und das ist das Wichtigste meiner Botschaft, diese Regierung gehört abgelöst. Ich freue mich, liebe Landsleute, heute auch zu euch, zu Ihnen sprechen zu können, die ich einfach unkompliziert auch mit Landsleute ansprechen kann, denen unser Vaterland am Herzen liegt und die sich für unser Vaterland einsetzen, die beim Deutschlandlied mitsingen, anstatt verschämt auf den Boden zu blicken und die Werte Freiheit, Vaterlandsliebe, Nation und Gerechtigkeit leben und diese Werte auch leben wollen, liebe Freunde. Und liebe Freunde, wer jetzt noch diese Parteien wählt, dem ist nicht zu helfen. Und deshalb, liebe Landsleute, entscheiden wir uns jetzt für den Politikwechsel, für die Wiederherstellung der Normalität, die wir in diesem Land brauchen, nach der wir uns sehen. Wenn Sie wollen, dass diese Regierung abgelöst wird, dann gibt es am 26. September nur zwei Stimmen. Eine für die Partei und eine für ihren Kandidaten hier. AfD, nur AfD sichert, dass diese Regierung in anderer Form nicht noch einmal Verantwortung für Deutschland trägt. Danke. Es ist eine richtig gute Stimmung. Tino Chrupalla ist hier, Dr. Gauland ist hier. Ja, du darfst die Augen wieder aufmachen. Sehr gut. Wir haben schönes Wetter. Herr Gauland hat schon gesprochen und Tino hat auch schon gesprochen. Ja. Also perfekt. Also ich würde sagen, die Stimmung ist bombastisch. Ja, waren wir in Neuruppin gewesen, da war es auch gut gewesen. Morgen sind wir in Eberswalde, also wir ziehen rum und zeigen den Leuten, dass wir zum Anfassen sind. Ja. Wir können auch anpacken und wir setzen auch das um, was wir umsetzen können alleine. Ja. Und alles andere, wir sind die beste Oppositionspartei, die Deutschland jemals gesehen hat. Gerade erst gekommen, vorhin mit der Jungen Alternative Thüringen. Und ich finde, es ist eine sehr gute Stimmung hier. Es sind viele Leute hier, auch sehr viele Jugendliche, was wieder Hoffnung gibt. Ich glaube, dass wir es einfach schaffen müssen, dass die junge Rechte, generell die Bewegung, die wir in Deutschland haben, auch mit der JA, dass wir mittlerweile die jungen Leute sind, die halt cool sind, die modern sind. Dass wir die rechten Ansichten, die wir vertreten, dass das wieder das Normale ist. Ja, dass junge Leute, die einfach ganz normal ihr Leben haben, sie sagen, ja, na JA, da vertreten die meine Ziele und deswegen komme ich zu euch. Ich denke, Deutschland braucht eine AfD, denn wir sind die einzige Partei, die nationale Interessen vertritt. Und deshalb ist am 26. September ganz wichtig, AfD zu wählen. Vielen Dank Ihnen und alles Gute.